Ihre dort jetzt leider keine Zeit für den Kauf werden. Es ist Gefahrenverzug. Die Geier scheinen wieder in der Gegend zu fahren. Oh, das wissen wir schon, Sir. Die haben uns schon einen Besuch abgestattet. Aber ich denke, die werden die Nase voll haben von dem alten Sünderling mit ihren. Oh, und dieser Mormon, den schon bei Sarahs Home getroffen hat. Wo ist er denn? Hat sich dieser Anuka heimlich auf den Staub gemacht? Die Bleichgesichter sollten so schnell wie möglich diese Gegend verlassen. Die Komanschen haben das Kriegsfall ausgegraben. Wir werden euch zur Sicherheit ein Stück durch die Gebiete begleiten. Alles klar, Sir. Habt ihr gehört, Leiter? Fertig! Vorwärts! Reiter! Nicht alle Bleichgesichter sind Verbrecher! Alle Bleichgesichter!
Bleichgesicht hat die in unsere Hände fallen. Wenn die Sonne untergegangen ist, werden Amatapal sterben. Höre mich, Schieber! Der Häuptling, die Apachen mögen schweigen! Reiter! Meine roten Brüder und Schwestern, mögen wir zum Igeltee folgen. Dort werden wir für Tibor Aschol den Grabhügel errichten. Das ist hier noch mal gut gegangen.
wieder mal versagt? Es scheint sich alles gegen uns verschworen zu haben. Dieser Lord hätte mich mal wahnsinnig gemacht. Ich könnte ihn umbringen. Du wirst deine Wut doch ein wenig im Zaum halten müssen, Tristan. Dieser Lord ist wichtig für uns. Wieso? Wegen dem Geld? Das auch. Außerdem weiß er, wo man Diamanten finden kann. Woher weißt du das? Dieser Tonne hat es mir selbst erzählt. Er hat einen Plan. Den müssen wir in die Hände bekommen. Indianer! Indianer! Verdammt! Wir sind schon wieder in einer Falle! Die Bleichgesichter befinden sich in den Händen der Comanchen. Sie mögen sich ergeben. Hör mal, haben wir hier Comanchen! Kein weißer Kojote wird mehr mit Shiva Beach sprechen. Ich bin ein Mann Gottes! Ich bin ein Freund aller Comanchen! Kein Weißer ist ein Freund der Comanchen! Wenn uns auch Schuhe entkommen ist, so werdet ihr an seiner Stelle am Marterpfahl sterben. Das ist unsere Chance, Preston. Pass auf! Wenn du mir nur einen Moment zuhörst, großer Häuptling der Comanchen, wirst du uns Schuhe halt bald in deinen Händen haben. Was weißt du von uns Schuhe? Ich weiß, wo er sich in diesem Moment befindet. Das Bleichgesicht möge sprechen. Ich werde dir sagen, großer Häuptling, wo sich uns Schuhe halt befindet. Wenn du mir versprichst, uns dafür freizulassen und einen Freund, hätte ich auch gern wieder mitgenommen, einen englischen Lord, der heißt Sir David Lindsay, er wurde von uns Schuhhänden gefangen gehalten. Als Schuhhänd ist mehr wert als hier. Jammernden Kojoten! Shiva Beach wird euch euer Leben und das eures Freundes schenken. Wenn ihr ihm sagt, wo er Schuhhänd ist. Ich danke dir, großer Häuptling. Und Schuhhänd ist bei einem Dreck hier ganz in der Nähe. Woher weißt du das? Ich war dort. Ich traf ihn, als ich meinen Freund besuchen wollte. Ich sah ihn mit meinen eigenen Augen. Die Auskunft des weißen Mannes ist gut. Die Comanchen werden alle gefangen nehmen. Und am Marterpfahl sterben lassen. So können wir jetzt gehen! Shiva Beach hat euch zwar eure Freiheit und euer Leben versprochen, aber wer sagt mir, dass ihr mich nicht belogen habt? Nein. Ihr werdet Shiva Beach zum Dreck begleiten. Geraten die Bleichgesichter dort in meine Hand. So seid ihr frei. Gelingt es uns aber nicht, sie gefangen zu nehmen, so werdet ihr an ihrer Stelle am Marterpfahl sterben. Kommt! Wir haben die Wahrheit
Männer wie verachtete Bleichgesichter, die ihre Brüder verraten. Aber er hat ihnen sein Wort gegeben. Los, verschwindet! Vergiss mich! Du versprachst uns, dass wir unseren Freund mitnehmen dürfen. Shiva Bink ist es gewohnt, sein Wort zu halten. Shiva Bink, Freund! Sir David, mein Freund! Endlich bist du frei, Akkord! Wir werden dich mit uns nehmen. Friend? I don't understand. Ich bin ein Freund von diesem Rescue. Ja, ja. Es wird ja alles wieder gut. No, Friend!